Leute, hier ist wieder Wissen aus Berlin. Ich war ja bei Vegans gewesen und habe da einen gekauft. Und ich dachte mir, jetzt mache ich mal auch noch einen Garlic und schmeiße all die Zutaten zusammen, die ich günstig bekommen habe und die alle in der Qualität sind. Und ja, und noch das in Plus Austria. Schnell nicht so viel, weil gleich die Luft auch noch zum Start. Und ja, dann dauert es nicht so lange, bis das fertig gekocht ist. Wenn ich zurückkomme, kriege ich gleich ein warmes Essen. Ungemütlich. Und schau mal, wie trüb das Wetter drauf kann. Ja, bei so einem Wetter, da braucht man, glaube ich, so ein warmes, leckeres Gericht, dass man sich später freuen kann. Und hier ist mein Gemüsebeet. Jo, aber jetzt zurück zu den Zutaten. Ja, also an Zutaten habe ich ja den Spinat, den werde ich mit rein tun. Dann habe ich hier die Bio-Möhren, die leckeren. Dann die, auf jeden Fall die Süßkartoffeln. Hier hatte ich noch so einen Gemüsebrühwürfel, den werde ich auch mit reinpacken. Den hatte ich bei Rossmann gekauft. Hier ist noch eine Limette, die werde ich mit reinpressen. Dann gibt es hier diese roten Linsen von DM. Auch von DM so ein Basilikum Alnatura. Ah ne, von Alnatura ist es nicht von DM. So ein Basilikumteil. Dann kommt hier als Gewürz auf jeden Fall Zimt rein, Curry rein. Ingwer wird dann reinkommen und Kümmel habe ich hier, Chili und Koriander. Ja, dann werde ich mal alles klein schneiden und dann ja, alles zusammenpacken. So, jetzt ist alles klein geschnippelt. Hier seht ihr die Süßkartoffeln, so ein Mundstück groß. Hier sind die Mohrrüben, die sind fast genauso groß, nur halb platt. Dann die Zwiebel. Was ich gemacht habe, die Linsen, die habe ich ganz unten hingepackt, weil die brauchen das meiste Wasser. Und da habe ich so die Hälfte der Packung genommen und habe 3 von diesen Tassen mit Wasser reingekippt zuerst. Seht ihr? So, dass die Linsen auch schön damit bedeckt sind. Weil gerade die Linsen, die brennen am Boden an, das will ich nicht. Und dann halt noch den Ingwer hier klein geraspelt, den sieht man auch schon am Rand hin. Da ist der Ingwer. Jo. Ja, jetzt kommen noch der Spinat rein, aber zuerst die Tomatensoße, der Brühwürfel, die Gewürze, damit es auch alles runterkommt, die Zitrone. Und dann den gewaschenen Spinat. Ja, der ist hier, wartet schon zum Gewaschen werden. Der sieht so lecker aus, finde ich. So frisch. Ja. So, jetzt sind die ganzen Gewürze drin. Der Brühwürfel ist drin, die Tomatensauce, wie ihr seht. Und jetzt kommt noch die Zitrone rein. Und seht mal, was ich hier noch habe. Das kam bis jetzt noch nicht zum Einsatz. Tomaten getrocknete. Geschnitten und ungeschwefelt. Da mache ich auch ein paar rein, weil die machen wirklich einen guten Flavor in Gerichten. Hier einfach mal so ein bisschen drüber gestreut. Hier. Ist das nicht lecker aus? Schmacko, Schmacko. So, und jetzt kommt noch das Zitronenwasser rauf. Oder die Zitrone. Hier ausgepresste, damit sich das auch schön verteilt. Die ganzen Gewürze. Jo. Und jetzt kommt noch der Spinat dazu. So, jetzt ist es fertig. Der Spinat ist drin. Ich habe hier noch ein bisschen Basilikum aus dem Kräutergärtchen und ein bisschen Petersilie reingemacht. Und hier einfach den Spinat gewaschen und reingeschnippelt. Mit den Händen so einfach mal aus zerkleinert. Also der Spinat, der fällt irgendwie in sich hinein, wenn das Ganze kocht. Das super Ding ist, dieses Kochen geht so schnell. Das braucht jetzt nur noch 2 Minuten, stelle ich das ein. Okay, im Gesamten ist schon richtig, dass es länger als 2 Minuten benötigt, weil der First Austria muss sich erstmal erhitzen und so. Das heißt, im Gesamten wird es wahrscheinlich so 10, 15 Minuten dauern. Aber dennoch, so die richtige Hitze ist für 2 Minuten nur und dadurch bleibt alles schön, ja, die Vitamine werden geschont.
Und seht mal, ja, das hier war vom Frühstück übrigens, das Geschirr, aber ansonsten nicht viel angefallen, weil ich habe ja nur diesen einen Topf, da packe ich alles gleich rein, ich brauche nichts irgendwie an Schüsseln, wo ich jetzt alles vorher reinschnippel, weil ich es irgendwie vorher anbraten müsste oder so, und das ist trotzdem geschmacklich top, obwohl nicht angebraten wird. Dann hier ein Sparschäler für den Ingwer, das war hier für die Zitronenpresse und Bretten, also so viel mehr und ein großes Messer, was ich schon weggepackt habe, und so eine Schüssel zum Reinigen des Gemüses, was ich auch schon weggepackt habe, aber dann auch die Küche ist sauber geblieben, also schnell und sauber und schon kochen mit West Ost, wäre auf jeden Fall gelingt das. So, und jetzt zeige ich euch, wie ich das nochmal mache. So, okay. Jetzt hier mache ich einfach unter Pressure Keeping Setting, klicke ich einmal rauf und da hat er schon die 2 Minuten und damit kocht das. Ja, jetzt brauche ich nichts mehr machen. Das macht selber alles. Ist das nicht arbeitserleichternd? Mein schöner First Austria. Den habe ich jetzt schon ganz schön lange und habe schon so viele leckere Gerichte damit gekocht. Okay, wenn es fertig ist, werde ich eine Kostprobe machen und dann dürft ihr auch mal mit reinschauen, wie es schmeckt und wie es ausschaut. So, ich komme jetzt gerade vom Sport zurück, vom Training. Ich bin heute geschafft. Ich habe Krafttraining gemacht. Ich bin eine halbe Stunde gelaufen, dann bin ich in die Sauna gegangen. Ich habe mich erledigt und ich habe so einen gemacht und ich freue mich auf das Essen. Mal sehen, was daraus geworden ist. Vorhin wollte ich das ja nicht machen, weil es noch halt noch so ein Druck hier drin hatte und ich es nicht öffnen konnte. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt mal den Topf hier hinlegen und dann den anderen rausholen. Moment. So, jetzt habe ich das abgelegt. Und der Spinat ist natürlich ganz oben und alles andere ist unten. Oh, das ist aber eine feste Masse geworden. Puh. Na gut, da ist es halt eine feste Masse. Ich rühre das mal um und dann tue ich es auf den Teller, aber es sieht trotzdem lecker aus. Boah, das sieht so yummy aus. Das ist der Speicher mal wieder. Der war gerade voll, ich konnte nicht essen. Ich bin einfach nur. Mmh. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lecker das noch schmeckt. Dadurch, dass ich auch noch hungrig bin. Mmh. Schmeckt echt Hammer. Wirklich gut. Vor allem der Spinat und alles schmeckt gut. Ich habe das diesmal richtig gut hinbekommen. Mmh. Und natürlich sein auch, dass ich hungrig bin. Ich habe nicht mal Salz reingemacht, das schmeckt Bombe. Mit der Zitrone und so. Ich esse das auch. Ich muss das essen. Tschüss!